Toki Kotsuki schickte ihren Sohn Momonosuke und vier ihre Gefolgsleute 20 Jahre in die Zukunft, um diese vor dem sicheren Tod zu bewahren und die Grenzen Wano Kunis zu öffnen. Sie selbst blieb in der Vergangenheit und opferte sich. Doch was war mit ihrer Tochter? Wieso schickte sie sie nicht auch in die Zukunft? Opferte sie ihre Tochter, um ihren Sohn zu retten? Auch im One Piece Universum würde eine Mutter so etwas nicht tun. Weswegen wir davon ausgehen können, dass sie mit Hiyori etwas anderes vorhatte. Vielleicht hatte Toki eine Prophezeiung gelesen oder hatte eine Vision. Oder zumindest einen Plan B. Zudem wurde ein weiterer Gefolgsmann ebenfalls nicht in die Zukunft geschickt. Also können wir davon ausgehen, dass Hiyori zumindest nicht alleine ist. Doch wo befinden sich die zwei jetzt? Und was haben sie die letzten 20 Jahre getan? Der Gefolgsmann, der ebenfalls in der Vergangenheit geblieben ist, wird sich vermutlich Hiyoris angenommen haben. Sie werden aus Wano Kuni geflüchtet sein. Das Problem nur, sie wurden verfolgt von Kaido. Und wo willst du dich verstecken, wenn du von einem Kaiser verfolgt wirst? Der Gefolgsmann opferte möglicherweise sich selbst, um Hiyori, seine Herrin, zu retten. Er gab Hiyori in die Obhut eines Waisenhauses oder einer anderen Familie. Diese zogen Hiyori auf. Und der Gefolgsmann selbst lebte weiter in Flucht. So verwischten sich die Spuren von Hiyori und sie konnte ein sorgenfreies Leben führen. Der ganze Vorfall liegt mittlerweile schon 20 Jahre zurück. Momonosuke ist 8 Jahre alt. Und da sie die jüngere Schwester ist, können wir also davon ausgehen, dass sie heute zwischen 21 und 27 Jahre alt sein muss. Je nachdem, wie alt sie tatsächlich ist bzw. zum damaligen Zeitpunkt war, kann sie sich möglicherweise an ihren Bruder oder Wano Kuni gar nicht mehr erinnern, da sie einfach zu jung war. Aber im Herzen blieb sie immer ein Samurai. So entdeckte sie ihre Liebe zu Schwertern. Sie sammelte sie, sie lernte den Schwertkampf. Und da sie selbst als Kind Ungerechtigkeit erfahren hat, hat es ihren Gerechtigkeitssinn gestiegen. Und sie hat sich dazu entschieden, anderen zu helfen und trat der Marine bei. Heute ist sie bekannt unter dem Namen Tashigi. Tashigi ist im Moment 23 Jahre alt. Das würde sie zum Zeitpunkt von Kaidos Einfall in Wano 3 Jahre machen. Als dreijähriges Kind sich an etwas zu erinnern, ist schier unmöglich. Würde also erklären, warum Tashigi nichts mehr davon weiß. Tashigi hat auch eine seltsame Vorliebe zu Schwertern. Woher sollte diese denn sonst kommen, als ihre Samurai-Vergangenheit? Ihre Klamotten haben so gut wie immer dieses Blumenmuster, wie sie auch oft in Kimonos in Wano Kuni benutzt werden. Vielleicht ein weiteres Indiz dafür. Im Moment befindet sie sich mit den Kindern vom Punk Hazard bei Vegapunk. Wird ihre nächste Station Wano Kuni sein? Treffen Momonosuke und Hiyori wieder aufeinander? Wie wird Tashigi auf das Ganze reagieren? Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und falls ihr nicht mehr verpassen möchtet, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.